Kinder haben lachend die Gesichter und eine Freude. Nein, auch die Regula Meschberger, sie ist hier heute zur Einweihung von diesem Spielplatz. Auf der kleinen Piazza, habe ich das richtig gesagt, Regula? Piazzetta nennen wir das. Oh, pardon, ist das denn noch, ist das wie bei einer Pizza, es ist noch ein bisschen kleiner? Nein, also so klein ist es nicht. Es ist nicht so klein, aber immerhin, es ist unsere Piazzetta. Und der Name impliziert schon ein bisschen mehr. Es ist nicht nur in Anführungszeichen ein Kinderspielplatz, sondern ich sehe, es hat wirklich auch der runde Platz. Soll das für in Zukunft hier auch ein erweiterter Treffpunkt werden in Birsfelden? Also wir erhoffen uns natürlich jetzt mit dem Kinderspielplatz zusammen, dass vor allem ein Treffpunkt für Familien wird. Aber es ist auch sonst ein Treffpunkt, weil man dort schön ansitzen kann. Es gibt je nachdem auch Anlässe. Auch die Musikschule hat hier schon Konzerte gegeben. Also es läuft immer irgendetwas. Jetzt, wie ist das, wenn heute ein neuer Spielplatz gebaut wird? Ich mag mich zurückerinnern an früher in der Kindheit. Sie haben doch ein bisschen anders ausgesehen. Hat man hier grosse bauliche Vorschriften? Ich nehme an, die Sicherheit von Kindern ist heute auch in einer neuen Stufe. Das ist so. Wir haben ja früher hier schon einen Spielplatz gehabt. Wir haben die Geräte alle müssen abmontieren aus Sicherheitsgründen. Die sind einfach nicht mehr konform gewesen. Dann ist lange nichts mehr gewesen. Und jetzt haben wir etwas Neues aufgebaut. Und Sie sehen, es ist ja naturnah gestaltet, aber doch so, dass Kinder sich bewegen müssen, dass sie auch etwas ausprobieren können, ein bisschen Abenteuer dabei. Also es hat sich verändert, denke ich, gegen früher. Aber ich finde es spannend. Du hast eigentlich schon gesagt, es ist ja völlig klar gewesen, jetzt schon rein von der Sicherheitsauflage muss man, hat man es müssen erneuern. Jetzt in Zeiten von Sparmaßnahmen ist so etwas überhaupt gut durchzubringen denn, oder kommt man da auch wieder auf grosse Mauern? Da haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger viel Verständnis für so etwas. Es ist sogar ein Antrag an der Gemeindeversammlung, wo man den Kredit für die Erneuerung der Spielplätze erhöht hat, speziell für den hier im Zentrum, weil die Leute das wirklich gewünscht haben, dass es hier einen Spielplatz gibt. Wunderbar. Also auf jeden Fall, wenn ihr mal einen Ausflug macht nach Birsfelden, auch hier hat es ja überall an der Hauptstrasse Gewerbe, und dann könnt ihr hier im Park auf, ich sage es jetzt richtig, Piazzetta, oder? Genau, absolut korrekt. Auf die Piazzetta hier in Birsfelden, nehmt die Kinder mit und genießt es.